Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Vermintide 2 mit dem Trino. Hallo. Und mir, dem Mr. Sick. Wir haben gerade festgestellt, dass es hier recht viel noch gibt drumherum. Es gibt halt hier noch so Trainingsdummies, die man machen kann oder die man an dem man was halt machen, ja, üben kann, schauen kann, was man für einen Schaden halt macht. Es gibt einen Keller, es gibt einen. Was haben wir noch? Stellst du den immer wieder neu auf oder nee? Ich kann den, kannst du aufnehmen. Ja, ich weiß, aber der backte gerade bei mir die ganze Zeit so hin und her. Ach so, nö. Dann gibt es halt, es gibt halt noch ein Menü mit Ausrüstung, mit Talenten, mit Herstellungssachen, mit kosmetischen Items und es gibt halt Kriegsbeute sozusagen. Das ist das, was man am Ende einer Mission halt bekommt. Oder wenn man halt, oder ja, wie wir jetzt in der letzten Folge halt gescheitert sind und dann hat man so eine Noob-Kiste gekriegt. Man levelt halt auf in das Ganze drumherum. Ich habe jetzt zum Beispiel als Waffe gekriegt halt ein Schwert und halt ein Dolch, was man sich halt ausrüsten kann. Damit ändern sich halt so gewisse Kampfanimationen. Die Blockanimation, wenn ich halt den starken Angriff mache, macht das so über Kreuz halt. Beides ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Rino hat jetzt auch eine Keule bekommen sozusagen, die ihm jetzt einen Angriff schwerer macht, ne? Also der dauert länger. Nee, macht halt einfach mehr Schaden, das Ding, ne? Also die Angriffe sind schneller als mit dem Zweihänder. Ach, sind schneller, okay. Ja. Ah, okay. Ja, so schlägt er so, wenn ich jetzt wechsle. Oder jetzt die Zweihand-Pieke nimmst da. Das Ding ist natürlich... Ja, er sieht schon, ja, und die ganzen Items aus. Haben auch verschiedene Stats. Man macht mehr Schaden oder schlägt schneller zu. Ach ja, stimmt. Und mit A Leertaste und A und D konnte man ja so... Ausweichen, ja. Ja, das habe ich total vergessen gerade. So, zur Orientierung. Ich habe mir das Spiel gestern runtergeladen sozusagen. Also für mich gestern. Und habe dann kurz noch das Tutorial gespielt und habe das aber schon wieder vergessen alles. Okay, cool. Ja, und dann gibt es halt, wie gesagt, so Kriegsbeuten. Die mache ich jetzt mal halt auf. Wollte ich jetzt mit der Aufnahme halt mal warten. Was da drin ist. Das sagte Trino gerade eben schon. Es ist wie bei Need for Speed. Wo so Karten bekommt, die man aufmachen kann sozusagen. Und ja, und die haben natürlich dann halt sozusagen... Ja, es sind halt bessere Items drin, oder können bessere Items drin sein. Jetzt hier zum Beispiel ein Ring mit 17 Kraft statt 5. Was kriegen wir hier noch? Ein Schmuckstück auch mit 5 mehr. Und noch ein Schmuckstück mit 11 insgesamt sogar. Ja, die kann man dann sozusagen looten halt und dann kann man sich das halt ausrüsten. Und dann merkt man halt hier die Heldenkraft sozusagen, da geht es, desto höher die ist, desto schwierigere Sachen kann man halt machen. Jetzt hat so ein kleines bisschen halt, ich habe es mit Diablo verglichen, bloß nicht ganz so viele Items, aber es gibt halt viele, oder es gibt halt Items. Und somit geht man dann halt wieder rein in das Level, was man gerade eben nicht geschafft hat und kommt vielleicht ein Stückchen weiter voran. Finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und jetzt ergibt das Ganze halt auch mit diesen ganzen DLCs dann halt irgendwann Sinn, weil sie damit halt Content nachschieben können und was gehört das für ein Scheiß. Also das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Huge. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Nö. Hier ist die Waffenkammer und das Ganze drumherum. Ach, hier steht ja auch dabei, jetzt bei einem Schwierigkeitsgrad nochmal, weil man ja nur Rekrut wählen kann. Heldenkraft 120 benötigt. Genau. Albtraum 220. Alter, und Legende 420. Das heißt also, man kann die Chars wohl einiges an Leveln vorantreiben. Es wäre interessant, ob du halt mit dem Aufstieg der Level höhere Heldenkraft bekommst. Ja, doch, Kraft durch Heldenlevel steht da mit dabei und Kraft durch Ausrüstung.
Naja. Genau, und das ganze Zeugs halt, wie gesagt, kann man dann halt auch noch, wenn man so Zeugs kriegt, das man halt nicht braucht, dann geht man halt zur Schmiede. Entschuldigung. Genau, Schmiede hier zum Beispiel, und dann kann man das einschmelzen. Wenn man das einschmilzt, dann bekommt man Waste Not, Want Not. Ja, habe ich gerade einen Erfolg gekriegt. Das kann man dann Scrap sozusagen. Muss ich das noch einsammeln oder bleibt... Ah ja, doch. Okay. Und das, ja. Und damit kann man dann halt auch Sachen wieder herstellen. Wo das Ganze noch hinführt, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Kannst du das nächste Level starten, wenn du magst. Achso, du machst... Wollen wir nicht das Gleiche nochmal machen? Du hast gerade gesagt, du sollst das nächste Level starten. Nein. Ich lasse dasselbe. Also ich will das schon schaffen. Entschuldigung. Alles klar. War jetzt, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Den nächsten Try wollte ich sagen. Jo. Also es kann jetzt gut sein, dass wir in den nächsten 5 Folgen sozusagen, oder 10 Folgen hier da sitzen und das machen. Aber ich meine, darum geht's halt, ne? Wir wollen das Level halt packen. Man weiß ja auch nicht, wie weit wir jetzt schon entfernt waren davon. Wir hatten einen einzigen Boss bisher, ne? Den Rattenoger. Ja, stimmt, wir hatten ja nur einen Rattenoger. Und das war's bisher. Ich weiß auch nicht, wie viele Bosse es gibt pro Level. Weiß ich auch nicht. Aber so weit vom Ende werden wir nicht weg gewesen sein. Und dann pass auf, leider das sagen wir jetzt, ne? Und dann, wenn wir es geschafft haben, weißt du, wir haben mal festgestellt, dass wir gerade mal ein Viertel davon geschafft haben. Ja, und das Coole ist eigentlich auch, dass es halt wirklich jede Map halt anders dann ist. Also wo die Gegner anders sein können. Jetzt hier zum Beispiel stehen jetzt hier Gegner. Was vorher halt nicht so war. Das finde ich cool. Ich wollte gerade sagen, wir können ja da mal gucken, ob die Stats dann stimmen, aber ich zähle ja jetzt bestimmt nicht mit. Was stimmt? Die Stats zum Schluss. Ach so. Ja, das war ja eben ein bisschen ulkisch, ne? Ja, war ein bisschen sehr eigenartig. Und hier ist ein Pass. Wir kriegen jetzt hier gleich Besuch von hinten, glaube ich, ne? Ah ne, von vorne hier. Eine Kiste. Ist leer. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Oder sind wir von da gekommen? Ich hab hier auch noch nicht so den Durchblick. Okay, laufen wir erstmal. Wir werden schon sehen, wo wir hin müssen. This way, onwards. Ah ne, da, hier sind wir runtergesprungen. Okay, deine Richtung wäre richtig gewesen. Holzarbeiter gilt. Timmy, it's this way. Der hat gerade gesagt, to me it's this way. Der war aber verstanden, Timmy, it's this way. Timmy. Oh, wie kommt... Warum kommt der jetzt schon? Kam der vorher auch schon? Nee. Okay. Definitiv nicht. Also irgendwie so ist der jetzt schon hier. Hey, warum kriege ich denn die ganze Zeit diesen Fick-Dich-Typen ab?
Ja, es ist halt randommäßig halt. Damit wahrscheinlich auch, damit du dich da nicht zu sehr einstellen kannst. Ja, ist ja gut. Da frage ich mich dann aber, ob wir dann nochmal so einen Ogre bekommen. Vergiss nicht, deine Ultis einzusetzen, ne? Ja. Da war im Söldner so ein kleiner Buff. Fick dich, hau ab. Hau ab. Achso, du. Ja, aber der Buff geht doch für alle. Ja. Das ist ja gar nicht so unerheblich. Schnetze mich durch. Das sieht schon geil aus. Vor allem, ich habe das Bluten auf 100 gestellt. Ich weiß gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie das aussieht auf 500. Das siehst du, glaube ich, gar nichts mehr. Da tapezierst du die ganze Straße neu. Hier, der Weg ist bei mir rot. Ja, der Weg ist auch ein bisschen rot bei mir, aber kannst du ja da mal im Video dann vergleichen. Kannst du mal einen Screenshot jetzt machen. Dann können wir das mal vergleichen. Ja, ich glaube, vielleicht meinen die damit auch nur die Spritzer auf dem Monitor oder sowas. Das kann natürlich auch sein, ja. Manchmal leicht zugekleistert ist. Nur ganz kurz hier hinten gucken, ob hier Muni ist. Ja. Was ist denn ein Foliant? Right, ja, guck mal, drei Stück muss man wohl finden. Was, Folianten oder was? Ja, rechts ist eben gerade, als du gelootet hast, drei Folianten-Schatten waren da zu sehen und eins wurde auch. Ja, jetzt sehe ich es gerade, okay. Yes, time for a potion. Okay, ich habe mal meinen Heiltrank genommen. Ey, okay. Weißt, dann gibt es noch irgendwelche geheimen Orte pro Level oder so. Ja, ein bisschen Munition. Kiste? Warum sind meine Kisten immer leer? Ja, meine sind auch leer gewesen. Ich habe bis jetzt keine gehabt, die voll war. Wenn ich das jetzt nehme, ja, dann kann ich das Ding nicht wieder mitnehmen. Kannst du hier? Also, ne, kannst du auch nicht. Oh. Da ist der Trino ausgetimt. Ist er noch im Spiel drin? Ja, er kämpft zumindest noch. Okay, dann gucken wir mal gleich mal, was passiert. Beziehungsweise was passiert ist, ob wir wieder rauskommen, beziehungsweise um die Situation mit durchstehen. Vielleicht kommt auch von selber wieder noch reingewackelt. Das wäre ganz cool. Muss ich mal immer auf den zweiten Monitor schauen. Oh, das kriegen wir schon hin. So. Ach, cool. Was die Ultis halt, also wie die da so sprechen. Finde ich nice. Oh, der grüne Schlabberwichser ist down. Auch noch so ein grüner Schlabberwichser. Die sind übelst krass. Naja, ah, ich muss auch mal dodgen und entfernen. Rausgehen. Oh, oh. Irgendeiner hat gerade gesagt, Ammunition hier. Wo? Oh. Ah, hier. Oh, 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 oh. Was hier? Okay. Oh, oh, oh. Nein, ich wollte hier nicht rein. Ich wollte hier raus.
Alright. Er rennt aber immer noch weiter. Das muss ich mal schreiben. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Jetzt sind wir aus dem Ausweich. Auf dem Ausweich-TF. Jo. Hier, Ammunition. Wie viel Muni habe ich hier? Ach, Mayflies and lifting platforms. What's wrong with a good rope? Ich dachte erst, du hast kompletten DC oder sowas. Ammunition. Nö. Time to stock up. Irgendwie nur Teamspeak, aber keine Ahnung. Oh, dann habe ich auch gesehen, dass die ganze Zeit halt das Trino ja immer noch da ist und nicht im Bot. Ja. Achso, genau. Und hier kam ja dann gleich der Rattenoger. Gott. Waren hier vorher auch schon so viele? Da kommt auch ein bisschen viel vor, weil vorher war der Raum eigentlich leer und dann hattest du die Tür aufgemacht und dann ging das eigentlich ab. Ja. Okay, ich probiere jetzt mein Glück nochmal bei der Tür. Okay, Truhe. Truhe ist aber auch leer. Wieder. Ja, die war vorher auch leer. Okay. Pinata. Ey, dafür sind aber hier jetzt keine. Ja. Ja, ist schon cool. Alter, hast du den übelsten Headshot gegeben? Hast du was zum Heilen für mich? Nee, hast du nicht. Keine Ahnung. Ach, kann man das sogar droppen? Du kannst jemanden anderen heilen, ja. Ach so, anderen heilen, ja. Ja. Kommt down to pieces. Out of shots, here's more. Hook rats, kill it. Oh! We got the strangler. A strangler, NDD, okay. Ich könnte was zum Heilen gebrauchen. Ja. Oh, unsere Hexe aber auch. Die sieht auch nicht so gut aus. Das hat aber mit der Heilung nichts zu tun. Muss man näher ran, was sie für Augenringe ja, schenkt. Die sieht voll aus wie so eine Koks-Lady. Ist total krass. Aber die Augen. Und vor allem, warum ist das rechte dicker als das linke? Das ist halt, macht das, unfassbar. Das Crack halt. Crystal Meth, Kinder. Crystal Meth ist nicht gut. Hier ist noch eine Kiste, da ist was drin. Konzentrationstrank. Ja, das ist halt für ein Mage wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Ne, das ist für die Ulti halt. Also für mich zum Beispiel. Für die Ach so, Ulti wie lange ist der Ulti? Ja. Der Run ist halt. Oh, ich wurde hier gefickt. Alter. Voll erschrocken. Aber dann ist das von dem Run jetzt, von der Heilung her, ein bisschen kacke für uns. Ja, müssen aufpassen. Mehr blocken. Hier ist einmal Heilung. Ja, wir haben hier drinnen noch, noch mal. Kundschaft. Wo war Heilung? Hier links. Ja, cool. Ja, was? Der Zwerg nimmt mir meine Heilung weg, oder? Schnellfinger Gimli.
Ja, echt mal. Wo war noch Heilung? Hast du nicht gesagt, es gibt zweimal? Ich habe nur einmal genommen. Okay. Kann ich Berg, ey. Mich jetzt heilen? Oder soll ich noch ein bisschen warten? Nee, mit der Flasche kannst du mich nicht heilen, nur mit dem Verbandszeug. Achso. Zwerg-Fett-Ninja. Echt, na ey, die gierigen Zwerge halt wieder. Lenkst du den ab, dann lebe ich die Ische wieder. War ihm der Zwerg benutzt das Zeug gerne? Doch, hat er ja benutzt. Oh, gut. Ja, krass, ne? Lootet und benutzt das. Das finde ich ja schon wieder. Ja, ne, es ist schon cool, verkehrt. Aber. Trotzdem, fucking Zwerg, Alter, nimmt mir meine Heilung weg. Das kann man durch die Gegend schleppen und dann kannst du es entzünden, wenn du drauf schießt. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Pfeile. Das macht das Schießen etwas schwieriger. Das ist in der Tat so, ja. Da unten ist ein Digger. War ein Digger. Dann könnte das. Achso, dann guck mal, ich hätte. Ich schleppe das Fass mal noch ein bisschen mit mir rum. Ja, er schlägt die Tür ein. Ja, ich dachte, ich kann mit der Ulti. Ich dachte gerade, ich kann mit der Ulti das Fass kaputt schießen, aber ne. Junge, 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 ey. Da abgeht. Ja, ne? Du musst halt echt einfach nochmal gucken und schnetzeln. Ja, ihr könnt da runtergehen und ihm da helfen. Meine Güte. Gerade mit den Bots gesprochen? Ja. Weil ich halt da oben stand und mit den Pfeilen halt da geschossen habe. Und die standen halt so neben mir und guckten mich halt so an wie, was könnten wir jetzt denn machen? Light the fuse. Let's get this over with. It's a wonder you're still standing. So, wieder mal die Mauer kaputt gemacht. Wer hat die denn so schnell repariert? Also die Maurer damals, die haben es drauf. Na klar, ja, die haben Burgen gebaut. Glaubst du, wie die abgegangen sind, Alter? Bei so einem Loch in der Mauer, die dachten sich dann halt auch so, ach komm hier. 2 Minuten, bin ich fertig. You were lucky to hit.
Jetzt müssen wir hier aufpassen, jetzt, dass wir da nicht zu schnell nach vorne rennen. Mann, wer liegt denn da schon wieder? Ach du Scheiße. Wie kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Kommen die denn auf einmal von hinten noch mit nach vorne? Ja, ja, krass. Man konzentriert sich nach vorne und dreht sich rum. Stehen da 50 Rappen. Hab etwas wenig Leben. Ja, geht mir auch so. So ein Millimeter. Scheiße, ey. Keine Muni. Und Türen zu machen, ne? Ne, die großen glaube ich nicht. Oh fuck. Okay, ich dachte, ich gehe mal. Oh, okay, pick up. Wir müssen echt aufpassen, dass wir da nicht zu schnell reinrennen. Weil da vorne werden dann halt noch ein paar dicke sein. Das nutzt ja nichts. Ja, ja, schon klar, aber. Oh, hier gibt's Muni. Oh. Das ist eine leere Kiste wahrscheinlich wieder. Oh, nee, nochmal Muni. Sehr geil. Da oben nochmal Kiste. Ist hier wieder Muni. Ach, Geschwindigkeitsdrang. Oh Gott. Ja. Rast du da völlig aus. Brauchst du den? Kommst du mit dem? Brauchst du Geschwindigkeitsdrang oder? Also ich kann es dir ja eh nicht geben. Ja. Was ist das denn für ein Paket jetzt? Ach cool, du kannst mit Q kannst du so schnell hin und her wechseln. Ach, das waren Verbände. So, dann wollen wir mal gucken. Ja. I'll admit it, I'm impressed. Okay. Von oben werden jetzt ein paar kommen. Vorzugsweise auch durch die Wand, durch die Tür backen. Wie detailliert die Mobs auch aussehen. Also man hat ja nicht jetzt so viele geil. Chancen, den die Gesichter zu betrachten, aber es ist echt krass gemacht, ey. Ja, aber das ist halt auch schon bei Warhammer Total War. Ja. Sind die ja halt auch, wenn du da reinzoomst, sind die halt echt gut animiert. Ach, hier sind wir eben schon verreckt, oder? War das nicht hier? Ja. Ja. Ach, da drüben. Ach du, was ist das denn, ey? Guck dir das fette Vieh mal an. Chaosbrut. Iiii, da hängt irgendwas raus. Fick dich! Und er stößt mich jetzt hier die. Ja, na klar. Was mache ich denn jetzt hier? Was ein hässliches Vieh. So, ich hing jetzt an der. Ja, sieht aber auch echt cool aus. Geil gemacht, ey. Ja, das ist dann unser zweiter Boss schon mal. Ja, Chaos. Blut. Ja, er packt mich. Ja. Lebst du noch? Ja. Ja, ja, der hat nur meinen Kopf im Maul. Echt jetzt? Ja, ja. Yeah. Oh, jetzt kommt er zu mir und nö, hau ab. Ah, ich hab keine Muni mehr. Ja, alles klar. Ich hatte ja nichts aus. Irgendwas hat sie gesagt, it's going to explode. Alter, wie auf mir rumlutscht. Du bist halt ein geiler Lutscher. What the fuck? Hier liegt noch Muni. Ja. Guck mal, dreh dich mal um. Da ist so ein Muni. Ein Nockesalon. Okay, ich sterbe. Ja, ich auch.
fuck you. Willst du mich denn verarschen, Alter? Ja, das hatte ich aber auch schon gelesen, dass halt erst mit höherem Level bzw. Gear das Spiel erst dann wirklich Spaß bringt. Alter. Und es liegt ja wirklich, kann man ja nicht den Bots die Schuld auch noch zuschieben, weil die funktionieren echt ganz gut. Ne? Also sie resten, ja. Sie heilen. Böse. Definitiv. Ist halt echt so einfach. Aber ich meinte halt, also ich meine, die haben ja alle gesagt, dass das Spiel schwer ist. Und dann dazu hast du jetzt halt randommäßig halt Pech gehabt, weil du halt echt wenig Heilung gehabt hast. Ja. Also, Junge, 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 krass. Okay, wollen wir nochmal die Stats durchgehen? Können wir machen, ja. Ich lese bei mir einfach mal vor. Insgesamt getötet 179. Was? 168. Alter, ey. Das ist aber ein schöner Unterschied. Bei dir 138. Na, 142 steht da. Okay. Elite-Einheiten getötet 3. Ja. Eliten getötet 4. Ja. Im Fernkampf getötet. 65? 61. Okay. Nicht. Nahkampf getötet 72. 66. Zugefügter Schaden 1611. Ja. Damage Boss 413. Ja. Erlittener Schaden 789. Ja. Kopfschüsse 46. 37. Rettungen 0. Ja. Häufigste Wiederbelebung 1. Ja. Also irgendwas scheint da wohl. Gibt es so ein bisschen Desync halt so. Ah ja, Gott, das sind ja nur so ein paar Stats, ist ja nicht wichtig. Ja, ja, klar. Ja, liebe Leute, das war wieder eine Folge Vermintide. Wir geben es nicht auf. Wir wollen es trotzdem halt. Ach, warte mal, wir machen jetzt noch hier jetzt die Kiste. Oh nee, okay. Nee, das machen wir nächste Folge. Anfang nächste Folge. Wir geben es trotzdem nicht auf, das Level muss geschafft werden. Desto länger es geht, desto mehr, desto besser wird es, hoffentlich. Wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, ihr lieben Chausen. Hey.